In diesem Video wollen wir uns einer Lektion an der Longe widmen, die das Aufwölben des Rückens und eine Lastaufnahme der Hinterhand fördern kann, dem Schulterherein. Dazu sollten wir uns erst einmal mit der Haltung des Pferdes beim Schulterherein beschäftigen. Fangen wir mit der Hinterhand an. Sie läuft gerade in der Spur. In der Mittelhand biegt sich das Pferd, sodass der äußere Vorderhuf sich in der Spur des inneren Hinterhufes bewegt. Der Hals schließt sich dieser Krümmung an. In dieser Haltung müssen sich die Vorderbeine leicht kreuzen. Was dieses mit dem Pferd macht, können wir in einer kleinen Übung an uns selbst studieren. Dazu benötigen wir einen Partner, der ungefähr genauso groß ist wie wir. Er stellt sich mit dem Rücken zu euch hin und übernimmt den Part der Vorderhand. Nun beugt ihr euch vor und greift eurem Partner an die Hüften. Eure Arme und euer Körper übernehmen die Aufgabe der Mittelhand und eure Beine sind die Hinterhand. Zunächst geht ihr auf einer geraden Linie durch den Raum und schaut euch eure Schrittlänge und die Haltung eures Körpers an. Es fühlt sich normal an. Nichts zerrt an euch oder behindert euch in der Bewegung. Nun dirigiert ihr euren Partner so vor euch her, dass er leicht schräg vor euch geht und sich auch schräg bewegen muss, indem ihr einen Arm leicht anwinkelt und euren Körper entsprechend leicht biegt. Nun seid ihr beide zusammen in der Körperhaltung des Schulterhereins. Geht wieder diese gerade entlang. Euch wird auffallen, dass euer Partner nicht mehr so schnell ist und ihr etwas ins Schieben kommt. Dabei wird euer inneres Bein mehr belastet, da es nun mittiger unter den Körper treten muss. Das Becken bewegt sich zwar gerade, aber ihr habt das Gefühl, dass dieses höher belastete Bein auch aktiver unter den Körper gezogen werden muss. Euer Rücken wölbt sich leicht auf, weil eure Beine unter den Körper geschoben werden, da die Vorderhand bremst, und um dem inneren Bein etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Ein aufgewölbter Rücken in Verbindung mit der Lastaufnahme der Hinterhand ist das Ziel einer guten Ausbildung des Pferdes. Und dass man dazu nicht in den Sattel steigen muss, sondern auf dem Boden bleiben kann, wollen wir uns nun anschauen. Mit dem Pferd an der Longe arbeiten wir auf dem ebenen und federnden Reitplatz. Ein einfacher Kappzaum reicht aus, da wir das unverspannte, locker vorwärtsgehende Pferd nur durch Zupfen am Kappzaum bitten wollen, die nicht so große Kreisbahn einzuhalten. Die Größe des Zirkels richtet sich nach der Größe des Pferdes und seinem Gangwerk. Das Pferd sollte sich sichtbar biegen und seine natürliche Trittlänge beibehalten. Ist der Zirkel zu klein, wird es seine Trittlänge verkürzen. Das möchten wir jedoch nicht. Jedes länger anhaltende Ziehen an der Longe behindert das Pferd in seinen natürlichen Bewegungen, weil es durch diese permanente Einwirkung eine Gegenreaktion entwickeln muss, die mindestens eine Muskelgruppe zur Dauerarbeit und damit zur Verspannung anregt. Von Vorteil ist es, wenn das Pferd die Übung aus dem Video Kreuzgang beherrscht. Aus dieser Lektion heraus ist es recht einfach, das jetzt schon gebogene Pferd durch Vergrößern der Kreisbahn und des Abstandes in die Übung Schulter herein auf einem ihm angepassten Zirkel zu dirigieren. Beim Rausschicken legt ihr erst einmal das Augenmerk auf eine gebogene Körperhaltung, auf lange schwingende Bewegungen der Hinterhand und ein Vermeiden des Anspannen des Unterhalses beim Pferd. Immer wenn das Pferd sich gerade machen will, zupft ihr an der Longe und fordert das Pferd auf, sich wieder der Zirkellinie anzupassen. Nun bittet ihr das Pferd, die Hinterhand nach außen zu verschieben, indem ihr euch auf die Hinterhand zubewegt. Wenn nötig, benutzt ihr dazu eine lange Gerte oder wedelt oder schlenkert mit dem Rest der Longe. Ist es etwas triebig, solltet ihr sogar etwas hinter ihm gehen. Nun setzt ihr durch eure Position nicht nur eine verschiebende, sondern auch eine treibende Position gegenüber dem Pferd ein. Durch weiteres Zupfen an der Longe stellt ihr sicher, dass das Pferd mit dem Kopf weiter auf dem kleineren Zirkel bleibt, sodass es sich auf drei Hufschlägen bewegt. Hat das Pferd im Schritt ohne andauerndes Festhalten am Kopf begriffen, was ihr von ihm verlangt, und ist aufgewärmt worden, dann könnt ihr in den Trab übergehen. Die Hinterhand übernimmt vermehrt Last und die Bewegungen der Vorderhand des Pferdes werden auf einmal sehr groß. Die Bauchmuskulatur fängt verstärkt an, rhythmisch zu arbeiten. Schon nach kurzer Zeit sollte man Pausen einlegen und die Hand wechseln, weil diese Übung sehr anstrengend und kraftraubend für das Pferd ist. Das natürliche Schulterherein mit der Tendenz zum Vorwärts-Abwärts in einer natürlichen Aufrichtung kann vielen Pferden helfen, die Beweglichkeit der Vorderhand zu verbessern und sich eine Lastaufnahme der Hinterhand in Kombination mit einem aufgewölbten Rücken anzugewöhnen.
Wichtig ist, dass wir am Boden nicht den Kopf des Pferdes deutlich in die Kreisbahn ziehen, sondern die Hinterhand aktivieren und weichen lassen durch unsere Position zum Pferd.